Hey Lona, mein Problem ist, dass ich nach außen hin eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung habe, aber innerlich immer an mir zweifle und mich mit anderen vergleiche. Ich leide darunter, dass einige Menschen besser aussehen als ich und ich kann damit nicht umgehen, sodass ich teilweise wirklich schon depressive Gedankengänge empfinde. Es wäre schön, wenn ich anonym bleiben könnte. Als ich diese Nachricht gelesen habe, war wirklich so mein erster Gedanke, same? Wirklich same? Und es ist kein positives same, sondern wirklich ein trauriges, weil ich es schade finde, dass mittlerweile so viele Leute so empfinden. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht erklären, warum dieses ganze Vergleichen mittlerweile so doll stattfindet. Es gibt Social Media, wo jeder sich auf seine perfekteste Weise präsentiert. Auch ich poste natürlich nur die Fotos, wo ich mich selber am schönsten finde. Gerade bin ich fertig gemacht, habe meine Haare gemacht, habe mich extra für dieses Video fertig gemacht. Und hätte mich wahrscheinlich nicht, so wie ich heute Morgen aufgewacht bin, ein Video gedreht. Und die Frage ist, ganz ehrlich, warum? Ich glaube, das ist halt wirklich einfach dieser Drang, mittlerweile perfekt zu sein, weil jeder sich einfach so perfekt präsentiert. Und ich glaube, da fängt schon der Fehler an, dass man mittlerweile immer diesen Drang dazu hat, perfekt zu sein. Und ich finde, dagegen sollte einfach jeder so gerade, wenn man eine Reichweite hat, gegen ankämpfen. Und das ist auch der Grund, warum ich halt oft darüber spreche, dass ich mal Selbstzweifel habe und dass ich mir selber halt nicht immer gefalle, so wie das zwar in Videos vielleicht so rüberkommt, weil ich immer nur an den Tagen Videos drehe, wo ich mir halt eben selber gefalle. Aber dann gibt es halt eben diese vier oder fünf Tage in der Woche, wo ich halt wenig Make-up drauf habe und mir vielleicht an den Tagen nicht so gefalle und das halt manchmal sogar einen ganzen Tag runterzieht. Bei mir ist halt das Problem größtenteils, dass ich meinen Körper mit anderen Körpern vergleiche, weil ich weiß nicht, wem das auffällt, aber wenn man mal so auf Social Media schaut, es posten eigentlich nur die Leute Outfit-Fotos und Körperfotos, die halt eben den perfekten Körper haben. Und wenn man mal einen schlechten Körper postet, was heißt schlecht? Es gibt keinen schlechten Körper, aber ich sag mal, ein Körper, der nicht dem perfekten Körper entspricht, dann ist es ein Vorher-Nachher-Foto. Zum Beispiel, früher habe ich mich so hässlich gefunden. Es wird einem ja schon in den Weg gelegt, dass man sich selber hässlich finden muss, wenn man nicht perfekt ist. Weil mittlerweile muss man sich schminken, um schön zu sein. Mittlerweile muss man abnehmen, um schön zu sein. Und man muss seine Haare verändern oder sich Extensions reinmachen, damit die auch schön sind. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, da ist eigentlich schon der erste Schritt zur Verbesserung, das Ganze einfach mal einzusehen, für sich selber einfach mal klar zu werden, ich habe diesen Drang und ich muss gegen diesen Drang ankämpfen. Ich würde euch jetzt gerne das Geheimrezept geben, aber es gibt halt einfach kein Geheimrezept, um selbstbewusst zu werden. Bei mir hat es mit 13 Jahren angefangen, dass ich mich hässlich fand und das zieht sich bis heute in einige Tage durch. Und es ist leider nur ein kleiner Teil meines Lebens, in dem ich mich schön gefühlt habe, jedenfalls in meiner Jugend. Und ich finde das traurig. Ich finde das traurig, dass wir in einer Welt leben, wo es halt auch so ist, wenn man selbstbewusst ist, dann ist man eingebildet. Wenn man unselbstbewusst ist, dann ist man arrogant. Also, erster Schritt, einsehen, dass du diesen Drang hast. Und der zweite Punkt ist einfach, dagegen anzukämpfen. Sich auch an den Tagen, wo man ungeschminkt ist, schön zu fühlen. Und ich glaube, das fängt damit an, dass man einfach mal zum Beispiel ungeschminkt rausgeht. Das ist eine Sache, die ich manchmal zur Schule mache. Und es gibt dann Tage, an denen ich mich dann total unwohl fühle. Aber dann gibt es halt auch viele Tage, wo ich sage, du brauchst keine Schminke. Du bist auch so schön. Und es beginnt halt alles eben einfach im Kopf. Ihr müsst euch selber solche Dinge einreden. Denn genauso wie ihr euch einreden werdet, ich bin schön, ich bin auch ungeschminkt schön, ich bin auch mit 5 Kilo mehr auf den Hüften schön, genauso redet ihr euch momentan nur das Gegenteil ein. Ich bin nicht schön. Ich bin ohne Schminke nicht schön und ich muss abnehmen, um schön zu sein. Das heißt, ändert euer Denken, das funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist so eine Sache, das müsst ihr euch immer wieder in den Kopf rufen. Immer wieder in den Kopf rufen, wenn ihr diese Gedanken bekommt von ich bin nicht schön, dann sagt euch ganz ehrlich, halt die Fresse, du kleine Stimme in meinem Kopf. Ich muss nicht abnehmen, um schön zu sein. Ich muss mich nicht schminken, um schön zu sein. Ich muss nicht perfekt sein, um schön zu sein. Und was ich halt einfach so traurig finde, ist, dass ich halt gerne hier als Vorbild sitzen würde und sagen wollen würde, wie meine Geschichte war von dem unselbstbewussten Mädchen zu dem selbstbewussten Mädchen, was sich jeden Tag selber liebt und sich hübsch findet. Aber so ist es halt einfach nicht. Es ist hart. Und das verstehe ich und das mache ich jeden Tag auch selber durch. Und das ist halt leider auch schon, was ich dazu sagen kann und will.
Ich hoffe, das hat irgendwem in kleinster Weise weitergeholfen. Und wenn ihr noch irgendwelche Probleme oder Fragen habt, die ihr gerne in einem Video beantwortet haben möchtet, dann schreibt mir an mein Instagram Ilona Nosov eine DM. Ich werde alle Fragen anonym beantworten. Also ich werde niemals den Namen dazu nennen, von wem das Problem kommt. Das heißt, wenn ihr irgendein Problem habt, über das ihr mit niemandem sprechen könnt, dann schreibt mir eine DM. Und ich werde versuchen, euch in einem Video zu antworten. Und ich hoffe, diese Serie gefällt euch. Es ist mal so ein bisschen was anderes. Es ist so eine kleine Problemlösungsrunde hier. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt zu dem Problem, was ich heute erwähnt habe und ihr Ähnliches durchgemacht habt, dann schreibt bitte in die Kommentare eure Tipps, damit wir uns alle einfach so ein bisschen gegenseitig hochpushen können und einfach uns gegenseitig zeigen, dass es normal ist, dass man halt eben mal unselbstbewusst ist, aber dass man halt wirklich jeden Tag dagegen ankämpfen sollte und was ihr so jeden Tag dafür tut. Und ich würde sagen, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!